Feuer, Jojo und Fegen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stranded. Ja, ihr könnt ich immer noch unten in die Kommentare schreiben, was für Namen ihr gerne diesem Projekt geben wollt. Genau, weil wir voten das dann die Tage ab. Wie gesagt, in der nächsten Session habt ihr dann eine Aufnahme, habt ihr dann, Namen. Das war, guck mal. Setzen wir diese Blöcke doch, jetzt kriegst du es nicht mehr abgebaut, oder? Was? Doch, klar. Ja, den da krieg ich immer aufgebaut. Kannst du einfach mit einer Hippigix oder mit Ding abbauen. Ja, hast du gesehen, du hast einen Charged Crystal gekriegt. Ja, ich habe viele Charged Crystal schon bekommen. Ach so, na gut, langweilig. Aber wir haben halt keinerlei Strom, das ist das einzige Problem, was wir haben. Ja, wir können uns nicht mal drum kümmern. Wir haben auch wenig Gravel, um ehrlich zu sein. Wir haben noch gar kein Gravel. Ich kümmere mich gerade darum, dass wir eine Cobblestone-Farm kriegen. McNeos Extruder, oder? Vielleicht fangen wir erstmal ganz klassisch an mit Lava und Wasser, aber ja. Da brauchen wir immer für. Lava und Wasser ist eine super Idee. Miri, ich bräuchte, es tut mir leid, ich brauchte Erde von dir. Noch drei oder so, erstmal. Zwei? Drei. Drei? Da musst du warten, bis die zwei hier fertig sind und kannst die eine nicht bepflanzte nehmen. Mir ist aber warm. Ich geh jetzt erstmal rein und setze mich ins Wasser. Nicht wieder warm machen, bitte. Doch, ich mache es jetzt warm. Nein, Miri pinkelt wieder in Wasser. Das ist so ekelig. Guck nicht hin. Ja. Guck nicht hin. Katze, sag doch mal was. Geht nicht, darf nicht hingucken. Was sage, nicht gucken? Geht nicht, darf nicht hingucken. Trotzdem. Denn? Ich habe nichts zu melden, was das angeht. Und, hast du was gesehen? Nö, hat mir nicht hingeguckt. Ich habe gar nichts gemacht. Dreck hast du gemacht. Gar nichts. Ich hab das Wasser angeguckt, hab I gesagt. Ich hab gar nichts gemacht. I. Du lügst. Was für das? Ah. Billiger als das andere. Möchtest du noch Potato Seed? Hast du normalen Weizen Seed angebaut, Miri? Du hast mir doch die Erde geklaut. Oh, das war nicht die Frage. Die Frage ist, was du hier anbaust und ob du eine Kiste dafür hast. Dann hier, doch. Miri, mein Schatz, bleib mal stehen. Ich habe eine Fackel gefunden, das ist jetzt hier, mein. Bitteschön, bitteschön, bitteschön und bitteschön. So. Ja, aber ich habe doch gar keine Erde. Ja, dann kauf dir welche. Mach mal, ich habe heute. Warum haben wir können Heubein? Theoretisch auch. Okay, wir werden darauf gehen und dann müssen wir gucken, wie wir halt Strom rankriegen im ersten Moment. Ja, also ich weiß nicht, ob einer von euch Brot möchte, aber ich hätte Brot. Oh, ich nehme Brot. Wo hast du Brot her? Ja, ich hatte irgendwie zwei Heuballen in einem Achievement in der Chest gegeben. Oh, hier, Katze. Ah, wir haben ja auch noch Chests zu claimen, stimmt. Ja, oh. Ja, wo? Wirklich? Oh, mein nee. Questbuch. Doch. Oh. Da oben ist ein Baum, ist ein Apfel auf dem Baum. Oh, verdammt, ich brauche noch viel mehr Erde. Miri, wie viel Erde hast du noch? Nein, du kriegst, aber du sagst... Ich brauche nochmal 9 Erde. Dann haben wir aber nie wieder Probleme mit Stein. Warum sollte ich Gras pflanzen? Das habe ich dir nur gegeben, weil es eine Pflanze ist. Kannst du mit irgendwas mit anfangen. So. Wir brauchen Gras, wenn wir nachher Tiere haben wollen, oder? Sind die hier aggressiv? Das kann sein, ja. Ich weiß nicht, aber ich wäre aggressiv, wenn ich in der Umgebung aufwachsen würde. ich habe gar keine Quest to claim. Ja, ich auch nicht. Nee, war ja auch nicht von jetzt, sondern das habe ich schon seit 3-4 Folgen im Inventar. Ich stecke im Sack. Gab es nicht irgendeine Quest, die wir machen konnten, die uns eine Loot-Chest gegeben hat? Nee, die hätte uns eine Loot-Chest, die Cooling. Aber dafür brauchen wir Gravel. Und das ist das große Problem, haben wir nämlich nicht. Hier ist ein String in der Luft. Was haben wir denn da jetzt hier? Tinkeboy. Du musst hier ein Smeltery bauen. Ach so, ja. Ich muss hier gerade erstmal sterben an Hitze. Hier, du kannst das Wasser benutzen. Hier ist aber ein bisschen warm. Nein, ich brauch Wasser. Aber nein, lass mich da rein. Ich hab das viel mehr verdient als wie du. Ja. Ich denke nicht. Tut mir extrem leid, aber ich glaube, das reicht nicht mehr, um mich wieder in irgendeine Variante runterzukühlen. Oh, das nein, mein Teppichklopfer, nein. Alles regeneriert hier. Nix an Essen. Wovon ist das denn abhängig? Wie kann es denn eigentlich sein, dass wir Dinge... Wie viel Wasser haben wir denn noch? Mehr Wasser machen oder so währenddessen ist nicht möglich? Weiß nicht, wir haben keine Kakteen. Wir haben hier draußen halt die ganze Zeit die Cactus Wall. Miri, wie viel Sapplinge hast du? Hallo?
Ich versuche nicht im Wasser zu sterben. Okay, ich sterbe gleich im Wasser. Oh doch, ich bin gerade runtergekühlt. Komm schon. Oh, Miro, also wieder neu. Topfig-Klöpfer. Was? Teppich-Klopfer. Was wolltest du von mir? Ich wollte gerne von dir wissen. Ja. Ob wie viele Sepplinge du hast. 16, warum? Ach Mann, weil ich dringend Erde brauche. Hier hast du noch einen Teppichklopfer. Hier, 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 da. So. Dankeschön. Aber so. Du kannst auch Kakteen hier übrigens reinschmeißen, ja? Zum Erde machen. Ja, aber. Ja, okay, ja, stimmt. Ich werde ein bisschen. Aber ich verbrenne schon wieder. Au, 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 au. Da musst du das heute. Ich mache hier gerade zwei neue Wasser. Ich baue mir jetzt aus den Schleimdingern erstmal einen Helm. So. Einen Schleimhelm. Wir sollten uns eigentlich, wenn wir diese Heat Resistance machen, sollten wir uns eigentlich zusammenstellen, was ein Splash Potion ist. Wenn wir das nächste machen. Ich habe das jetzt gerade benutzt. Ja, das war schlau. Aber ich habe es auch schon alleine benutzt. So ist es nicht. Ha, schön hier im Wasser so. Hm? Wenn man hier so hinvegetiert. In seinem eigenen Dreck. In deinem eigenen Dreck. Ich stecke schon wieder im Sand fest. Ja, was machst du denn mit dem Sand? Kuscheln? Das weiß ich nicht. Du hast einen coolen grünen Helm. Ja. Kann ich den haben? Nein, der ist heat resistant. Ja, kann ich den haben? Nein, du bist nicht draußen. Bitte. Mir riecht schon wieder fast down. Ach Mann, wieso? Ich baue hier die Mauer ab, aber da kommt nichts bei rum. Sind halt nur immer einer, der bei rumkommt. Ist ja, nicht mal das. Die fliegen halt immer weg. Und dann fliegen die ja, in dann die geh anderen. Geh raus und geht draußen Kakteen sammeln und nicht unsere. Da sind Monster! Hast du auch ein Schwert? Soll ich rausgehen? Gibst du mir den Helm? Ich habe noch ein Herz. Ich kann das. Nicht lustig. Also, ich habe jetzt noch 43 Iron Ore Dust hier. Weißt du, anstelle. Ja, ist okay. Anstelle, dass ich was Produktives mache, wollte er gerade sagen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir das Zeug brauchen. Wofür? Hast du schon jetzt ME was? Fertig? Für die Sachen nicht. Wir haben aber keine Stromquelle. Ja. Aber das ME-System sollte kein Problem werden. ME-Controller dürfte gehen später. Pure Fluid. Könntest du bitte anfangen, eine Schmelze zu bauen? Irgendwas anderes Produktives? Ja, wir machen gerade Wasser, boah, damit wir nicht alle sterben. Und sobald wir nicht mehr alle sterben, können wir das Wasser dafür benutzen, damit Joghurtbecher, okay? Du kannst einen Joghurtbecher machen? Cool. Ja, Joghurtbecher. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Krasse Kakteen. Ja, dann die pieken so. Wer hat die eigentlich erfunden? Da sind auch noch Kakteen drin. Hatten wir nicht noch einen Eimer irgendwo? Ich hab den Eimer. Nein, warte, Miri hat den Eimer. Ja, bitte, ich hab den Eimer. Bitte sinnvoll benutzen. Geben? Nicht kaputt machen, das ist unser kaputt einziger. Wie soll ich den jetzt genau kaputt machen, wenn ich fragen darf? Wenn man da mit einmal Lava bewegt, ist das vorbei. Nein, ich möchte Wasser bewegen. Na gut, Wasser darfst du damit bewegen. Ich möchte Wasser bewegen und habe dafür auch einen Grund. Denn wir brauchen dringendst einen zweiten Spot, wo wir uns abkühlen können. Warum? Damit Miri zwei Becken pinkeln kann? Toll. Nein, damit wir nicht beide so erhöhen. Bei meinem Feld. Okay. Wow, ich weiß, du hörst das nicht, weil die Tür zu ist, aber Snut applaudiert hier. Yeah. Miri düngt einfach das Feld. Ja, richtig. Ja. Voll gut. In jeder Mahlzeit Miri mit Herz. Super. Super geil. Ich könnte mich erschießen manchmal. Wenn ich euch immer höre. Ich stelle mir das ehrlich gesagt relativ schwierig. Ach, Ruhe jetzt, beschwör doch nicht so eine Kacke herauf! Was ist deinem Apfelbaum passiert? Ihm geht's gut. Ich denke nicht. Er ist schon groß und halbstark. Ihm geht's sehr gut. Er ist ein bisschen im Weg, jetzt ist er nicht mehr so im Weg mit seinem einen Apfel. Warum hast du nicht eine schöne Baumplantage, wo die immer wieder neu wachsen können und so? Unterdessen? Warum? Die müssen doch nicht neu wachsen, wenn die einmal gewachsen sind, sind sie doch fett. Wachse, 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 wachse. Ich wachse mir die Füße. Wo soll ich eine Baumplantage machen? Hier ist kein Platz. Ja, übrigens, Schmelze kann ich überhaupt noch gar nicht anfangen, ohne dass wir eine Steinproduktion haben. Ich bin dran, Level. Mann. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Steinproduktion. Wer hat denn hier oben Strings in die Luft gesetzt? Herr Trollo? Ich weiß es nicht. Ja, wer hat mir denn hier einen Apfel gegeben? Dankeschön. Nein, ich wollte. Hier noch einen Apfel, bitteschön. Ich wollte. Da liegt jetzt ein Apfel drin, Mann. Mann.
Haben wir nicht noch drin was zum Craften? Ja, haben wir, aber ich benutze gerne das, wo ich Leuten im Weg stehe. Hä, hey, meinst du Sticks gehen hier? Also gab ja mal ein Modpack, da konnte man Sticks in Sticks für Dirt machen. Mal gucken, ob das klappt hier. Wie mache ich den leider Apfelbaum? Nicht. Weiß ich nicht. By the way, könnten wir mittlerweile extrem viel Dirt erstellen, indem wir einfach aus dem Eisen, was ich massig gemacht habe, Scheren machen würden. Und ihr die Leaves dann abfarmt. Stimmt, allerdings, ja. Das ist eine sehr gute Idee, Katze. Dankeschön. Kam von mir, wollte ich nur mal festhalten. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich bin auch stolz auf mich, um ehrlich zu sein. Hast du noch ein bisschen Snut für mich? Ja, habe ich. Snut oder Sand? Nein, ich brauche Dirt. Kann ich ganz Snut bringen? Nein, ich brauche noch mehr Dirt. Ich brauche jetzt noch 5 Dirts. Warte, ich habe hier Dust. Hä? Hast du nicht zugehört? Dust und Dirt sind zwei verschiedene Sachen. Ah, das ist Lava. Und ja, nicht reinspringen. Was passiert, wenn ich da ein Sapling rein? Dann bringe ich dich vielleicht um. Brenne, Sapling. Oh. Wer zur Erde, Sapling, wohl eher. Katze, hast du eine Schere gemacht? Nee, ich habe auch gerade nichts am Laufen, was das angeht. Ja, das tut mir. Hier ist ein Dirt, den nehme ich mal für mein Feld. Wir brauchen halt immer in jedem Fall Gravel. Nein, bitte. Dankeschön. Du hast schon wieder geblutet. Hast du irgendwie deine Tage? Immer. Das ist so seltsam. Du bleibst einfach stehen und man... Okay, was war das? Ja, ich hab geblutet. Ich hab da ein Leck. Ja, lauf aus. Tut mir leid. Mein Name ist Inkontinenz hier. Oh Mann. Niri, hast du neues Holz für uns? Wie viel? So ein bisschen? Ein Stack hätte ich. Ja, das schon mal ein bisschen. Und den anderen Stack, den behalte ich für mich. Mhm. Okay. Das ist nicht richtig! Doch, ist es. Was willst du machen? Ich mach gerade schon den Clay für die Schmelze später. Damit wir da nur noch den Gravel für brauchen. Der ist so doof. Ich box dich gleich mit einer Bratpfanne durch die Map. Nein! Den bleib! Er sagt ja, dann nein! Schön, dass wir uns immer einig sind. Mhm. Hast euch beide. Darin sind wir uns sehr einig. Ich bin eine Miezekatze. Ich brauche doch jetzt einfach nur, Miri, ein paar mehr Selbstlinge. Ja, Katze, es ist Eisen. Nacht, da kann ich nichts für da wechseln. Hä, du brennst doch hier gerade Eisen, oder nicht? Nein, Mann, du hast mir kein Eisen gebracht. Oh, sorry. Ich habe deinen Schlagkorn mal reingetan, damit es das Holz weiter brennt. Wo ist das Eisen? Ja, da in unserer Kiste, du Baum. Hast du jetzt gerade wirklich die Kohle dafür? Du bist so ein Trottel. Ja, hier. Da ist Eisen. Ganz viel Eisen. Da Eisen. Dankeschön. Bitteschön. Gern gemacht. Weil ich bin eine feine Katze im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich will jetzt niemanden anschauen. Hallo! Was? Das ist Early gesagt, ne? Early Boy. Ich hab Ball. Ich hab Ball Early gesagt, genau. Das ist eine Wüste. Was erwartest du? Aber es wächst ja gar nicht. Doch, ein bisschen. Gar nicht. Ich habe gerade neben Twerken hilft. Wenn das jetzt alles abstirbt, dann bist du schon. Hallo. Hallo. Da ist jemand hart mit deinem Tanzstil, Balui. Nett sein. Gut, obwohl ich jetzt auch ganz ehrlich zugeben würde, also Walzer tanzen würde ich dich gerne sehen, aber Twerken... Guck mal, da hinten ist ein guter Apfelbaum gewachsen, Miri, mit 4 Äpfeln. Wow, dran. Nicht so wie das. Nicht so dieses, guck mal, diese Krankheit. Nicht Alter, könnt ihr mal aufhören, unseren verkrüppelten Apfelbaum zu mobben? Der hat auch eine Existenzberechtigung. Nein, oh, der war da mit Absicht, sodass wir drunter herlaufen können. Jetzt, dann kannst du es wenigstens ganz abholzen. Ich habe leider nicht genug Zeit dafür. Hey! Dann nimm dir die Zeit. Kannst du doch mal, du bist hier die Gärtnerin. Was denn? Da das ist so ein blöder Baum. Ein guter Apfel dran und du meinst, ihn abreißen zu müssen, weil du dich für was Besseres hältst. Da ist was Besseres. Weil ich die Blätter brauche, weil deine anderen Bäume ja nicht wachsen. Wenn du so unproduktiv bist. Es ist Nacht. Ja und? Da wachsen Bäume nun mal nicht. Mein Ofen funktioniert auch bei Nacht. Ja. Das stimmt. Siehst du? Katze stimmt mir zu. Aber der leuchtet ja auch, deswegen kann er was sehen nachts. Die Bäume sehen nicht. Ich leuchte nachts nicht. Wieso wachsen die denn wirklich nicht in der Nacht? Was soll denn die Kacke? Können sie mal Tag sein? Ich brauche Blätter! Haben wir eigentlich schon mal an ein Bett gedacht? Nein, wer? Nee. Ich kann kein Beef Jerky mehr essen, gar nichts. Das ist einfach zu kotzen. Wir sollten einfach mal ein Bett bauen. Dieses Modpack ist einfach sowas von abfuckt. Das gibt's schon gar nicht mehr. Kann ich Sapling essen? Mhm.
Sag mal, Katze, hast du schon Salz aus irgendwas rausgekriegt hier? Weiß ich nicht, kannst du gucken. Nee. Salz? Hallo, gib mir mal dein ganzes Holz, was du noch hast. Na, ich denke nicht. Bitte? Du kriegst die Hälfte und noch ein bisschen. Dankeschön. Warum? Du hast doch nur wieder Fortschritt zu machen. Ich kenne Katze. Die meint immer nur Schrott. Oh, neue Erde. Nein, Finger weg, das ist meine! Miri, ich habe sie mir... Blöder Türaufmacher. Miri, ich habe sie mir erspart. Ich habe sie mir erspart. Also wenn wir die Monster töten, haben wir kein Problem mit der Nacht übrigens. Hä? Wir haben jetzt 3 Betten. Wir haben Betten? Stehen drin. Ja, stehen drin. Aber die Monster sind halt noch zu nah. Ja, dann stellen sie doch hier draußen in die Betten erstmal, wo die Monster nicht sind. Die sind trotzdem noch auf uns aggro. Nein. Die Monster. Und ja, aber das ist ja dann egal, wenn sie auf uns aggro sind. Ja, nee, weil die Monster dabei sind. Immer noch. Ja, aber doch nicht hier mitten im Feld. Das ist doch weit genug weg von hier, oder nicht? Hm. Nee, wir können mal hier vorne hinstellen. Oh, süß, weiße Betten. Nein, Monster nearby. Ach, Mann. Du bist auch zu nah an der Wand hier. Stell sie hier hin. Hier hin, Katze. Hier, wo ich stehe. Da geht's. Sag ich doch. Ich habe einen Schlafplatz gefunden. Hä? Ich schlafe neben mir. Ja. Guten Morgen. Passt. Nein, ich wollte auch schlafen. Tja, Pech gehabt. Ja, so euch beide. Ihr wart gelaufen und ich wollte auch schlafen. Mir tun die Knochen so weh vom ganzen Tag stehen. Das ist blöd gelaufen, ne? Ja. Aber wenn du sowieso in der Jammerstimmung bist, kannst du auch abmoderieren. Das war's mit der Folge. Ich hasse dich. Au, Bratpfanne! Nein! Au! Das war's mit der heutigen Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Bleibt gut. Bis zum nächsten Mal. Guckt meine anderen vorbei. Die sind in der Videobeschreibung. Und bleibt schön feurig. Gute Nacht. Bis dahin. Und Baby. Tschüss. Ihr Blöde. Tschüss.